Das Internet besteht eigentlich aus einer Art digitaler Paketpost. Egal ob eine Webseite, eine E-Mail, ein MP3-Song oder ein YouTube-Video, alles, was durch das Netz fließt, wird in viele kleine Pakete zerlegt und erst beim Empfang wieder zusammengesetzt. Der Provider, quasi der Paketbote des Netzes, schaut normalerweise gar nicht in die Pakete hinein, sondern stellt sie einfach zu. Das ist ganz ähnlich wie in der Offline-Welt. Wenn Sie einen Brief schicken, vertrauen Sie auf das Postgeheimnis und erwarten nicht, dass der Postbote, bevor er Ihnen den Brief in den Kasten schmeißt, erst mal reinguckt und schaut, ist da eine Rechnung drin, ist das ein Liebesbrief oder eine Mahnung vom Finanzamt. Doch hier enden auch schon die Parallelen. Denn offline sämtliche Postpakete zu öffnen und nachzuschauen, was drin ist, wäre vom Arbeitsaufwand unmöglich zu schaffen. Online sieht das anders aus. Eine Technologie namens Deep Packet Inspection kann nämlich genau das. Die Technik gibt das her, dass man also das Paket, bevor es zum Empfänger kommt, öffnet und reinschaut und sagt, was da drin ist. Ist da eben zum Beispiel ein Film drin, der urheberrechtlich geschützt ist? Ist da drin vielleicht sozusagen eine Mail, die sich kritisch äußert gegenüber dem Premierminister eines Landes? Oder was ist eigentlich da drin? Staaten wie China oder Iran setzen auf Deep Packet Inspection, um die Kommunikation im Internet zu überwachen und Regimegegner ausfindig zu machen. Aber auch Geheimdienste westlicher Staaten, beispielsweise der USA, setzen den digitalen Paketöffner ein. Das wird von der NSA in großem Stil natürlich benutzt. Die rühmen sich damit, das auch mit 10 Gigabit-Leitungen zum Beispiel live machen zu können. Aber Deep Packet Inspection kann noch mehr. Mit der Technik kann man nicht nur in die Datenpakete hineinschauen, sondern auch die Inhalte manipulieren. Theoretisch kann man damit E-Mails fälschen, Informationen auf Webseiten verändern oder sich ein Millionenpublikum ergaunern, wie es in den USA schon einmal passiert ist. Die Firma AT&T in den USA, die mal Inhalte in der Form überschrieben hat, dass Werbeeinblendungen ausgetauscht wurden. Das heißt, man hat nicht die Werbung der Konkurrenz gezeigt, sondern eigene Werbung sozusagen in den Werbepausen eines großen Sportevents. Und das kann man auch nur dann machen, wenn man natürlich in die Inhalte reinguckt. Auch hierzulande gibt es Internetprovider, die bereits in die Pakete ihrer Kunden hineinschauen. In Deutschland wird die Packet Inspection Technologie schon eingesetzt von Providern, um unerwünschte Dienste wie Skype, File Sharing, BitTorrent zu blockieren oder um Datenpakete zu verlangsamen. Unserer Ansicht nach geht ein Provider nichts an, was wir im Internet tun, und der soll Datenpakete nur weiterleiten, ohne reinzugucken. Doch es werden immer mehr, die neugierig sind auf die Paketinhalte der Internetnutzer. Da gibt es die wirtschaftlichen Interessen von vor allen Dingen Unternehmen, die also mit urheberrechtlich geschütztem Material handeln, dass die sagen so, diejenigen, die sich praktisch ohne dafür zu bezahlen Material niederladen, die können wir bei der erwischen und können wir zur Kasse bitten. Lobbyisten der Unterhaltungsindustrie wünschen sich von der Politik eine Möglichkeit, File-Sharern den Internetanschluss abzuklemmen. Aktivisten warnen vor solchen Gedankenspielen. DPI ist eine gefährliche Technologie, mit der alle Datenpakete im Internet überwacht werden können und auch zensiert, weggeschmissen oder gedrosselt, anders wie bearbeitet werden können. Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Datenschutz und in die freie Kommunikation im Internet. Ginge es nach der Musikindustrie, sollten Internet Service Provider, kurz ISPs, den Datenverkehr ihrer Kunden durchschnüffeln. Und tatsächlich ist es die gleiche Technologie, die man installieren müsste, um beispielsweise einen schwarz kopierten Popsong aufzuspüren. Oder um das deutsche Internet in ein chinesisches oder iranisches zu verwandeln. Wenn Sie das also gestatten, dass Sie an dem ISP alle Pakete öffnen, dann haben Sie eine Überwachungsinfrastruktur, da war das Ministerium für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik sozusagen ein Winzling dagegen. Noch fließen die meisten Datenpakete ungeöffnet durch das deutsche Netz. Doch die Begehrlichkeiten, die Pakete aufzuschnüren, werden immer größer.